So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sorts of Ditto. Heute habe ich ein bisschen mehr rausgeschnitten, weil wir, ich glaube, die Aufnahme an sich war 1,5 Stunden ungefähr und jetzt habe ich es halt auf knapp unter 1/2 Stunde runtergeschnitten, weil wir sehr lange nach dem Schmied suchen, aber ob ihr ihn heute finden werdet, ihr jetzt gleich sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ansonsten kommen die Tage jetzt wieder ein bisschen mehr abwechslungsreiche Videos, hab wieder mehr so einzelne Videos zu spielen geplant. Das Zombie macht Sachen und sowas. Mögt ihr gerne, mag ich eigentlich gerne, aber ich mag es auch gerne mal irgendwie konstante Projekte zu haben. Aber jetzt habe ich gerade mal wieder Lust, ein paar mehr Spiele anzuspielen und euch zu zeigen und so, ne? Ist auch egal. Viel Spaß mit der Folge. Wusch. Jetzt können wir wieder nach links gehen oder nach oben. Oder links unten kann es auch noch sein. Und da, wo der Stern ist, ist unsere Quest. Wohin willst du? Zum Pinguin? Ich will den Schmied finden. Ah. Will so die ganze Karte so aufgedeckt haben, damit wir halt so wissen, wo was ist. Ja. Na, der Pinguin reizt mich gerade am meisten. Der Brunnen ist auf jeden Fall direkt neben der Stadt, das ist ultra gut. Hä? Gar nichts? Tja, wie wir beide. Was? Das was halt soll das sonst bedeuten? Keine Ahnung, was soll das bedeuten? Ja, genau danach sieht's aus. Da ist noch eine andere Höhle. Warte, Feuer. Ach, schade. Hör rein. Hallo. Aber wieder nur Loot. Ich bin bei. Ja! Was? Alter! Ja. Einfach so in einer scheiß Kiste. Ja, ich habe Holly zugesehen, der hat auch einen einfach so gefunden. Direkt beim ersten Mal spielen. Geil. Hatte nur Pech mit den dummen Münzen. Ja. Die gibt's ja jetzt nicht mehr. Vielleicht rollen? Vielleicht gibt's einfach ein Objekt. Ja. Würde auch Sinn ergeben. Hallo, ich habe 2 Kugeln. Immer aufs Podest. Immer schön damit. Auf dem Podest. Bling, bling. Also, okay, fehlen noch 3. Oh, noch 3. Wollen wir nach rechts erst gehen oder unten links? Nach rechts. Okay. Ich will auch kennen mal was anderes als ein Mensch jedes Mal. Für einmal ein Robo-Mann. Ja, und dann ist es verkackt. Danach waren wir beide irgendwie 10-mal raus. Menschen. Bang! Da? Ah, was? Ja, ich habe den Steinkreis gesehen gerade. Gut, dass wir hier ein bisschen rumgeguckt haben. Ja. Stieger. Stirnband. Ja. Oh, ui. Oh, oh, ey. Oh Gott. Oh, lass dich doch nicht hauen. Ich bin gerade gegen den Stein geschaut, ihm ist nichts passiert. Alter. Oh, wir haben fast ein Level. Lass mal holen. Okay. Level up. Ui. Nice. Level 12. Achso, übrigens, hier rechts steht Schwertstärke plus 0, also kann man scheinbar ein paar Mal aufwerten. Anker 0 von 2, ja, Tag 3, ein Tag übrig, Etherstufe 0 und so weiter. Ja, dann lass echt das Schwert upgraden, oder? Wollen wir? Dann versuchen wir doch die ganze Zeit den Schmied. Ja, wollen wir? Aber wir haben da trotzdem ein kleines Problem, ne? Weil das werden wir in diesem Leben nicht mehr schaffen. Warum? Wie willst du denn noch so viele Kristalle finden? Hier in dem Dungeon, so kriegen wir doch noch viele. Wir haben noch 2 Dungeons also, vor uns. Wir kriegen richtig viele ganz am Ende in Mamas Turm. Hä? Und das von der Seite zu? Aber vielleicht kommt man unten rum lang. Hä? Achso, ja, ja. Okay, also wenn das nicht geht, dann ist es auch wieder falsch generiert. Oh, da ist ein Loch. Ja. Alter! Wie den Sticker für meinen Arm oder so? Oh, ach du Scheiße. Das ist ein Dungeon. Was? Okay, dann lese ich die Perks. Die musst du nicht mit dem reden, der sagt doch nur, was die Sachen machen. Ether extra. Ether hat erhöhte Wirkung. Ja. Ja, danke! Aber wir haben eh gerade Level Up. Aber an sich ist es ja praktisch. Egal. Ist die Zeit hier angehalten? Ja. Mhm. Was? Okay, lass Mäuse mal. Golf. Alter! Wie arm. Warte, das war's. Doch! Ich hatte recht. Ich habe es gerochen. Oh, du hast den finalen Schlag gemacht. Ein Held. Kein Problem, so. Find dich gerne. Kristallo, Mann. Ich lauf schon mal gegen. so ein seltener Kristall einfach mal irgendwo hinschleudern. Also. Ey. Oh. Die ist noch hoch. Ach, das ist der Knopf. Ja, klar. Oh. Alles klar. Die Wand ist genauso aufgegangen, dass er nicht getroffen hat. Die Ratte, ey.
Die willst du wahrscheinlich nur töten, ne? Ja, dachte ich mir. Sag ja klar, wenn's der Boss ist! Hat er nur 3 große Kristalle gedroppt, ich weiß gar nicht, warum du den töten willst. Ja. Oder die massige EP, die wir immer bekommen, ach, brauchen wir nicht. Weißt du, manchmal kriegt man die Sachen geschenkt, jetzt machen wir den ganzen... Oh, ach, du okay, das ist, okay, ich hab nichts gesagt. Oh. Hier sind ein paar Moneten. Ja, ich wollte es gerade sagen, sonst kriegt man einen Sticker direkt in so eine scheiß Höhle. Ja, jetzt müssen wir hier 3 Räume machen. Aber rausporten, ne? Ja, klar. Wir haben keinen Grund, nicht rauszuporten. Okay, dann halt nicht, tschüss. Hallo. Hey. Ja, klar. Oh. Oh. Ja, das meinte ich mit oh. Wie viele Sachen wir beim ersten Mal spielen übersehen haben, ne? Ja. Kaschosse richten halben Schaden an, Schwerter richten doppelten Schaden an. Okay. Alter! Au, au, au! Ich glaube, wir haben einen Steiß geworfen! Oh, du warst echt ein wichtiger... Da war ein Boss. Da war ein Boss, du miese Ich hab's im Rollen gesehen. Ja, genau. Du mit deinen Ausreden. Ich will keine Monster töten. Weißt du, ich habe das Gefühl, du gehörst zu Mormo. Psst. Ich nicht. Lügen. Wow. Ich versteck kurz mein Kissen, wo Heil Mormo draufsteht. Ja! Ja! Ey, das ist das Beste, was wir hätten finden können. Ja, eine der 3 Sachen, die wir brauchen. Aber dann können wir jetzt den Rest holen. Wir haben genug Geld. Wenn wir finden den Schmied wir doch erstmal den Schmied, ja. Ja, ja, beruhig dich. Ruhig, brauchen wir. Alter, wie viel wir jetzt gespart haben. Das ist einfach so schön. Hier ist zu von unten. Hä? Wir haben das Spiel jetzt echt verkackt, oder? Nee, da hinten, doch, ganz links geht's da runter. Ah. Siehste? Ja. Ja, wenn da dann auch nochmal belegt ist, ne, dann weine ich aber. Ja, durch die Stadt geht's schneller. Willst du die Drohne oder die Bombe upgraden? Aufwerten, warte. Ja, mach doch mal die Bombe einfach. Ja, okay. Hui, sehr viel wirksamer. Ja, haben wir schon gemerkt, ne, wie viel wirksamer das ist. Vielleicht macht sie jetzt sogar Schaden. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, was soll an der aufgewertet werden, fragt mich halt. Längerer Stun. Ja, die geht's. Da, guck, die macht Schaden! Ja, na, ja, wenn wir die 2-mal geupgradet hätten, wäre die richtig gut. Glaubst du? Ja. Ja, aber. Jetzt haben wir eine Fernkampfwaffe. Ja, schon, aber der Golfschläger one-hitted halt alles, ne? Ja, aber hier sind wir außer Gefahr. Kämpfen. Ja, bin ja auch so, wenn ich die wegkick. Was ist denn los bei dir? Alter, wie viele Pinguine haben wir jetzt schon gefunden? Ja. Wird uns sein ganzes Erbe hinterlassen, der Typ. Ja. Also, das Ding ist, wir haben jetzt, glaube ich, in dem Run hier, das ist eine Bombe, 5 oder so gefunden. Maximum. Und ja, davor aber auch schon 5. Also, wir erkennen den Unterschied auf jeden Fall. Wenn er sagt, dass wir 5 gefunden haben, oder was? Ja, wenn er sagt, wir haben 5 gefunden, dann wissen wir, okay, ist pro Run. Vor allem, was ist denn eigentlich mit dem Ort, wo wir hin müssen für den Schlüssel? Für die eine Quest. Weißt du? Der ist eins rechts neben uns. Achso. Hätten wir vorhin hingekommen. Das wird sogar angezeigt? Ja. Oh. Hast du noch eine... Hab ich eine Bombe? Ja, wir haben eine Bombe. Wir haben eine Bombe gefunden, aber keine... Ah. Schön. Junge! Ich habe einfach gegen geschlagen. Du wolltest gerade wegziehen, dieser Wirbelsturm. Alter, was war das denn? Da unten ist das Dojo von diesem Rabentypen. Ah. Weißt du noch, ganz am Anfang? Nee. Da war so ein Typ, der sagt, oh, kommt in mein Dojo für Preise. Was gibt ihr uns? Also Preise. Oh, eine können wir bestimmt nur öffnen. Meinst du? Ja. Ich würde sagen, die goldene Mitte, aber damit ist man meistens gearscht. Soll ich? Ja. Hä? Mehr Spezialenergie fürs Besiegen von Feinden. Oh, wir dürfen echt alle öffnen. Alles. Okay. Ja, guck mal, jetzt können wir ein Element auf einem Spielzeug machen. Ja! Wir könnten es auf unsere Wumme machen, dann könnten wir Gegner mit einfrieren. Wenn du willst. Also beim Golfschläger brauche ich es nicht. Da will ich lieber die Gegner dann töten. Warte. Ah. War gut, dass wir hier Bomben haben, ey. Ich kann einfach gegenschießen, um die schneller zu zünden. Nein! Oh Gott, da lag ein Geldsack. So, müssen wir jetzt irgendeine Prüfung bestehen oder wie kriegen wir die Preise? Das wäre cool. Ja, so. In diesem Haus verehren wir Schicksal morgen und abends immer zu. Naja, ich denke mal drüber nach. Wenn er Ditto wirklich mit einem Fluch belegt hat, kann er uns vielleicht auch davon erlösen? Okay, da müssen wir einfach rein und dann kommen jetzt ganz viele Monster wahrscheinlich. Das wäre cool. Wenn wir sterben, wäre nicht so cool, ne? Hallo? So. Da ist der Boss! Da ist der Boss! Zombie, enttäusch mich nicht. Aber die heilen alle! Oh, die sterben mit einem Schlag. Ja. Alter, sind die schwach. Die sind einfach so gut. Nicht. Richtige Bobs. Es ist jetzt wie bei Zelda dieser Graben, wo man immer weiter runtergeht.
Achso, wir gehen runter und dann werden die anderen. Okay, nee. Nee, kannst du nicht. Oh. Das, weil wir jetzt noch 4 weitere Räume machen, dann sind wir fertig. Okay. Dann gehen sie weiter, der Herr. Na, also jetzt ergibt es keinen Sinn mehr. Das stimmt. Ich hab alle. Ach so, Golfspaß? Ja. Yo, Alter! Geht schon, Manu! Ah, die sterben auch dadurch. Na klar. Wir haben es ja geupgradet und dann hat es ja angefangen. Ah, dann gehen sie aus und dann ist es erst aktuell, okay. Ja, doch, macht Sinn. Jetzt sind es 2 gerade. Ja, genau, jetzt. Aber jetzt sind hier noch mehr Fackeln. Ah, nee, die zeigen nur an, dass 3 Stück. Glaube ich. Aber man kann die Gegner auch selber in sich reinschlagen. Das ist natürlich auch nicht cool. LOL! Warte, ja. Kurz einsammeln bitte. 2 Stück sind an. Ohne Belohnungskiste und der Weiterweg. Da. Öffnen. Hey. Und was ist da drin? No! Oh, da. Ja, okay. Ja, für die Leute, die Pause drücken wollen, oder was? Genau. Ah ja. Neue Kiste. Aber es könnten wir rausgehen, wenn es uns zu gefährlich wird. Ja. Wollen wir was. Ui! Wollen wir was essen? Nö. Okay. Das sehen die ein. Aber wie sieht's denn mit unserem Level aus? Ich glaube mal mit dem Hälfte. Okay. Und? Ein Stegger! Hantel! Schwertangriff! Oh! Achso, das USB-Ding, ne? Ja, ja, aber dann lad. Die Spezialleiste bei uns ist ja eh nie leer. Schildbrecher aber auch, cool. Ja, aber 9%, egal. Oh, das ist nice. More das Damage! Ist echt cool. Ich konnte es nicht mal nehmen. Vielleicht ein Aufkleber, hey. Oh. Ich wette, wir bekommen noch einen. Oh, Stein. Okay, jetzt haben wir wieder die Wahl weiter oder Stein, runter. Stein bitte? Nee. Schalte mächtigen Schlag frei. Halte X beim dritten Schlag gedrückt, um einen stärkeren Hieb aufzuladen. Und. Ah, cool. Okay. Und es verbraucht auch nichts. Du willst weiter runtergehen, oder? Achso, es geht noch weiter. Ja, klar. Noch haben wir keine Probleme. Ja, wir haben nur keine Heilung mehr. Und, oh, 1000 Schützenmänner, ja. Cool. Wir sollten in dieselbe Ecke. Ach du Scheiße. Oh, Loa. Bitte und schön. Geburtstagsparty stand da. Ui. Bin nur gesehen. Kann ich die Folge eine Stunde lang machen, wenn wir hier noch dieses Ding machen? Klar. Oh. Oh. Ausgang. Oh. Danke, Obama. Oh. In der Stadt holen wir uns dann einfach Heilung, oder? Eine Aufkleber, ja. Okay, zurück. Ja, ein Glück. Und? Mal vielleicht. Nee. Alles beim Mal. Können wir uns dann wieder runterporten damit? Stimmt, das. Ja, das kann sein. Ja, cool, dann sollten wir da nach dem nächsten Dungeon vielleicht rein. Wir könnten auch eine Runde schlafen und dann zu der Tusse gehen und. Wieder alles verlieren, was wir haben? Nein. Wir haben doch das Erz und alles. Ach so. Okay, Alter, wir haben 700 von den Kristallen, was? Wir können auch uns heilen lassen bei der Frau. Wir können doch mal gucken, wie teuer das ist. Schaffen wir es bis zu dem Ball? Eins fällt links von uns? Ja, klar. Wo ist der Ausgang? Nicht schaffen. Weiter unten. Meinst du, weil wir vorher sterben oder was? Ja. Wir können aber vorher noch einen Sticker öffnen. Oh Mann. Sogar 2 Sticker oder 3, ich weiß es nicht. Scheiße, Mann. Schnell! Leben. Na, guck mal. 200. 200? Und mal gucken, ob die uns komplett voll heilt. Ja, mach einfach mal. Was bedeutet das? Vielleicht ist es ein extra Life. Ich bete. Himmelsessenz, ein warmer leuchtender Tropfen, magischer Essenz. Das fühlt sich beruhigend an. Ja, das ist ein extra Leben. Wusste doch, dass das so teuer ist. Ah, okay, keine Heilung. Ja, extra Life, geil. Okay, wollen wir die Zeit auch zurückdrehen? Wir müssen hier eh gleich nochmal hin. Ja, mach. Okay, schauen wir mal. Dann können wir uns den Stein aber nicht mehr leisten, ne? Zeit kostet 100. Was?
Ja. Ja, dann mach. Und? Könnte halt auch sein, dass das die Items resettet, aber es wäre halt echt dumm. Nee, das glaube ich nicht. Zwei Tage. Ein Tag hat es mir uns geschenkt, okay. Oh. Ja, egal, erstmal so lassen. Okay, ich geh mal. Wolltest du gerade den Tod abholen, oder ja. was? Ratte, tötet ihn! Gott, sicher nicht. So. Hm. Ja, da können wir erstmal rein. Ist der Stick. Nee, ist nee, da können wir unsere Wumme aber upgraden. Mit dem Ätherstein. Ja, Äther, ja. Ui, ist ja ein Kristall. Ätherschaden, geil. Ich hol einen Hamburger und mach einfach den. Kauf alles. Ich nehme jetzt einen Keks und das war's. Ich esse einen Hamburger, schauen wir mal. Ui, passt. Ja, ich regeneriere noch. Okay, du darfst den Sticker auspacken. Oh ja. Zeig mir, wie das geht. Oh, oh ja. Wirbelangriff. Und 7% Angriff noch, beides. Ah, ja. Deutlich, Jöte. 17%, nein, das ist einfach irrelevant im Vergleich zu dem hier. Komm, das macht ja auch gesunder, plus 5%, also ich nehme das auf jeden Fall. Das sind beides nachts weniger nachts, Schaden. Ja. Ah ja, ist ja dasselbe. Das ist halt 16% Glück und mehr Schaden in der Nacht. Ich finde ja, den Papiersticker besser. Den fand ich scheiße. Ja. Den fand ich scheiße. Okay. Also nicht den Dungeon erstmal. Nein. Wir gehen. Also lass unser Ziel jetzt erstmal verfolgen. Das, was wir seit einer halben Stunde gemacht haben. Achso, da willst du wieder rein. Achso. Hä? Meintest du doch? Nee, ich meinte gerade, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben im Sinne von. Lass uns. Ach, geht suchen. Eh nicht mehr runter. Oh ja, okay. Schade. Na gut zu wissen, dann speichert das nicht. Ja, man kann nur, solange man drin ist, nochmal reingehen, falls ja. man sich aus Versehen hochportet oder so wahrscheinlich. Da ist der Pinguin! Danke, eine Kugel! Oh fuck. Warte, Alter, du geh doch nicht rein, wenn wir eine Kugel sehen. Ich war schon im Reingehen. Es tut mir leid. Ich hab doch direkt gesagt. Okay, Papa, ja, haben wir? Oh, ja, okay, den Satz kennen wir schon. Ja, Pingwas hoch zu dir bringen und Bomben ertragen. Okay, Bombenzahl erhöhen. Schön, dich wiederzusehen, lieber. Du warst fleißig. Offenbar hast du 9 meiner vermissten Pingwas gefunden. Ja, dann haben wir alle. Ach, cool. Wenn es so weitergeht, sind wir bald alle wieder beisammen. Zeit für deinen zusätzlichen Bombenplatz, den du hast dir wirklich verdient. Ah, ich dachte jetzt gerade, wir brauchen 10. Sagst du mir auch, wie viel ich tragen kann? Mehr Bomben. Du kannst jetzt von jeder Bombenart bis zu 14 Stück tragen. Okay. Ja, wir haben jetzt 9 Bomben mehr. Pro Pinguin eine Bombe. Ach so. Ah jo. Cool. Okay. Ja, aber irgendwie auch irrelevant, ne? Weil hatten wir damit die Probleme? Da ist ein Pinguin. Als ob. Okay, lass rein. Ja. Und du hast es echt... Nein, jetzt ist es echt Ich weg. Weiß, ich hab's gesehen. Da war ja nur der Pinguin dann. Bestimmt war das der letzte. Bestimmt gab es nur 10 Pinguine. Ja, im ganzen Spiel. Und? Was? Achso, ja. Achso, ich dachte gerade schon, ne? Langsam und beständig, so gewinnt man Rennen. Jetzt kannst du 15 tragen. Ja. 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 Okay, aber waren es uns aber noch nicht alle. Nee. Okidoki. Irgendwo hier muss bitte der Schmied chillen. Oh! Hä? Strandgebiet. Ja. Fishmensch da unten. Oh, da ist ein... Ja, schade. Ein Zora. Jetzt ist er weg. Hallo. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh. LOL! Sammel erst nicht, dass wir welche verpassen. Du bist doch gierig. Ja! Ja, Alter, wenn du schon sowas siehst hier, was ist denn das? Cool, danke. Alter, Futter. Das war nett. Ja, das rettet uns, weil jetzt können wir uns vielleicht die beiden Sachen, die uns fehlen, noch holen. Ja, müsste passen vom Geld, hey. Und ich glaube, man wollte mein bester Freund Michi unbedingt Eismann werden. An dem Tag, an dem er 16 wurde, setzte er das in die Tat um. So scharf war er darauf. Leider befanden wir uns gerade mitten in einer Hitzewelle und er schmolz, bevor er nach Hause kam. Furchtbar, einfach nur furchtbar. Die Moral von der Geschichte, dass man Dinge nicht zu wörtlich nehmen sollte? Mann, das macht mir jetzt echt traurig. Oh, ist das denn eine Kiste? Kiste, eine angespülte Kiste. Wenn du neugierig bist, bring sie zum Leuchtturm, um hineinzuschauen. Hä? Leuchtturm? Ja, ganz links war doch so ein Leuchtturm. Weißt du noch, als wir hier angefangen haben am Strand? Ach so. Da war links so ein Leuchtturm und da wolltest du reingehen und dann hat Poco gesagt, Poco, ich bin scheiße. Das hat er gar nicht gesagt. Da ist der zweite Dungeon. Ah. Ein neues Spielzeugverlies? Oh. Ach so. Tada, neues Spielzeugverlies. Okay.
Cool. Ja, aber ich will den Schmied, bitte. Ich will nur sehen, wie der Schwimmbäder wird. Ja, wir haben ja einen Schnellreisepunkt dadurch wenigstens. Ja, aber wir können jetzt da rechts gehen, da wo wir schon die ganze Zeit wollen. Rechts und rechts. Hier können wir nicht rechts oder gehen. Oder wir gehen kurz nach oben. Ach so. Gehen wir erst nach oben. Dann lass nach oben und dann nach rechts. Und dann nach unten und dann nach rechts. Also die Dungeon schaffen wir auf jeden Fall beide, wenn wir jetzt ja die gefunden haben. Komm doch mal! Alter, was geht denn da ab? Oh. Der verfolgt mich, der Zauber, ja. Das Gehirn. Ah! Die Zauber verfolgen alle mich. Ich lenk die ab, du machst auf und gehst durch. One Hit! Wie stark wir sind, ja! Sorry. Oh, ich hab's so bekommen. Genau. Jetzt guck. Und dann Haus? Hallo? Was? Dickertausch? Nichts. Oh, mir mit Swing gerade eben habe ich den Boden gewischt. Ja, jetzt sind die über Scheiße, ne? Was ist das? Was ist das? Ich hab keinen Schlüssel. Ein Goldner. Hallo? Da, eine Fackel. Letzter Tag. Das ist keine Fackel. Den haben wir doch schon mal gesehen. Ach so, die Scheiße schon wieder. Oh nein. Den Tag können wir uns auf jeden Fall noch holen. Ja. Tada! So cool, dass man die explodierenden einfach gegen die Wand pfeffern kann. Ja. 13. Ja, nice. Das ist echt hilfreich. Das Level 13 ist auch ultra hilfreich. 418 AP, cool. So, neue Map. Oh ja. Da ist ein Schmied, ja. Alter, war der weit weg. Hä? Das ist ein Recker oder Furcht. Ja, du willst Zeug, das hast du schon mal gesagt, das ja? Das kennen wir. Wir haben, Vier Dinge braucht er, warte. Ein Metallklumpen. Eine Energiequelle, aber warte mal, dann... Die Kohle. Woher kriegen wir das? Die Kohle ist die Energiequelle, um das Feuer in Gang zu kriegen. Ach so, ja. Metallklumpen kann man kaufen, eine Flamme, die Flamme an Lohn erhält, einen Brennstoff im Grunde und viertens ein Gegenstand zum Polieren und Schärfen. Also das vierte ist das Schwert. Ja. Glaubst du, das vierte ist das Schwert? Ja, der Wetzstein. Nein, nee, es gab einen Wetzstein. Eben, ja eben. Das macht ja gar keinen Sinn. Ah. Was hatte der nochmal? Weiß ich nicht mehr. Sticker-Tausch irgendwie. Ach so, ja da toll. Da kommen wir auch nicht rein. Das kriegen wir bestimmt aus dem zweiten Spielzeug-Dungeon. Ja, 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 ja. Ich habe mir aber leider auch nicht gemerkt, wo das erste Teil war, also. Diese Art. So. Wohnt hier jemand drin? Was gibt's da? Ach, guck mal, der ist ja cool. Hallo. Ah, Hallöchen, du musst das Schwert sein, ich kann dich dafür. Sehr freut, deine Bekanntschaft zu machen. Bitte mach's dir gemütlich. Such dir einfach ein Fass. Das Leben eines Leuchtenwärters ist recht einsam und deswegen bin ich nicht auf Gesellschaft eingerichtet. Entschuldige bitte. Aber ich glaube, ich kann von Nutzen sein. Weißt du, wie viele seltsame Kisten werden ans Ufer gespürt und der Inhalt könnte sich als hilfreich erweisen. Leider sind sie ganz schön fest verschlossen, aber mit meinem Brecheisen kann ich sie dir öffnen. Ja, ja, das klingt doch perfekt, oder? Also schau regelmäßig vorbei. Kiste öffnen. Ja, mach mal auf. Und? Ein Scheißsticker? Ja. Ah ja, ein Scheißsticker. Perfekt, danke, ne? Echt sehr nett. Warte, ich suche mir ein Fass. Anstatt dass es mir direkt Loot gibt, müssen wir also jetzt... Warte! Ach, geht nicht. Wow. Müssen wir jetzt zu einem Leuchtturm laufen, wo man sie kostenlos öffnen kann. Ja. Ja gut. Hier gibt's... Oh. Fang ihn. Hallo? Ja, man muss fast genau drin stehen. Oh, lol. Ich wusste es. Und wieder zu ihm. Komm mit. Ja, ach, hier geht's auch nach oben dann. Können wir den Weg fertig machen sogar. Sobald der Timer anfängt, gehen wir zu dem Wal. Hey! Zweimal Faltencreme, danke. Ja! Das ist ja schön. Nochmal eine Faltencreme. Will uns irgendwas sagen? Wir sind faltig. So. Ja, wenn wir wirklich so weiter aufnehmen, dann... Der große Tagship wird bloß noch... Nein! Nein, wir haben noch 12 Stunden die Zeit zurückzudrehen. Also, warte, im Menü steht der Status. Wir haben noch... 18 Minuten? 18 Minuten. Nein, das ergibt keinen Sinn. Der hat bestimmt die Quest mit dem Schlüssel. Ja. Ah. Schauen wir mal. Wir haben kein Sternsymbol mehr bekommen, aber egal. Oh nein, geh durch. Geh schon durch. Oh. Wow. Und was gibt's für uns heute? Ein toller Schatz. Oh ja. So Mini-Dungeon, ja. Spielzeugeaufwertungen sind deaktiviert, Schwerter richten doppelten Schaden an. Okay. Was? Spielzeugaufwertungen sind deaktiviert, ist aber auch interessant. Oh, der Schaden, den ich mache. Ich hab den mal reingetreten. Ups, Maus. Tschüss, Maus. Oh. Ein Kristall. Oh, und da du. Ach, Zombie und seine Ratten. Mach mir immer weh. Alter! Scheiß Vogel! Mann! Du hast es nicht getötet, du hast mich angespuckt. Ja. Hallo?
Ach, das sind Pfeile. Ach so. Aber die machen keinen Schaden. Ach so, ja, wir haben ja Schutz gegen Geschosse. Stimmt. So. Hallo? Nachtfaltencreme. Seltene Tüte. Ja, hallo? Kannst du mich mal rauslassen? Okay. Zombie. Ich hab grad nur selber gekämpft. Ich hab dich gerade nicht absichtlich eingesperrt. Hilfe! Oh nein. Aha. Ui! Das war's. Ja. Und? Oh. Okay. Aber zwei Sticker wieder. Cool. Ja, für die Stadt ist nice. Und raus. Deine Kiste. Okay. Oh, links ist so ein Schiebding. Oh nein, ja, geh durch. Oh, das ist echt danach geil, dass man zu zweit spielt. Ja, danach sollten wir aber zurück und noch zwei Tage holen oder so. Okay, wir haben vier Sachen. Elemente haben erhöhte Wirkung, Spielzeuge verbrauchen mehr, Aufkleber sind deaktiviert, Spielzeuge sind mächtiger. Also sollten wir nur mit der Kanone rumspielen. Klingt so, aber kommt drauf an, wie stark die jetzt ist. Ah, guck mal, man kann sogar solche Sachen rumschlagen. Ach so. Vasen und Töpfe und sowas. Warte, da ist da irgendwas? Das sieht komisch aus. Nee. Das ist krass. Was habe ich denn so wenig Leben? Was ist mit mir passiert? Ich will sowieso drei Sachen testen. Also müssen uns eigentlich nicht heilen. Nur im Notfall. Oh, es macht kein Damage. Hä? Was macht kein Damage? Ja, meine Kanone hat gerade kein Damage an den Ratten gemacht. Okay. Oh. Cool. Tschüss. Tschüss. Ja. So, danach jetzt direkt zum Wal. Müssen wir halt nochmal da unten langlaufen. Stimmband, wow. Okay. Hä? Also wenn du es aktivierst, werden nicht beide geportet. Aber wenn ich es aktiviert, werden beide geportet. Okay. Fair. Ja, müssen leider umdrehen. Kazoo. Stadt. Boah, ist die Map groß, ne? Ja. Also so viel haben wir noch nie entdeckt. Ja gut, ohne Zeit zurückspulen hätten wir es auch nicht die Zeit dafür gehabt. Ja. Jetzt sagt es gleich so, ja, du dürft die Zeit nicht mehr zurückspulen. Das wäre lustig. Haha. lass Sticker kurz noch öffnen. Ja, wir haben hier ist alles chill. Toys. Sticker ist unten rechts. Ich öffne doch. Und? Wow, weniger ist eh okay. Regeneriert sich schneller. Eigentlich ziemlich cool, ja. Im Motor. Ja. Für den Arm, okay. Arm ist rechts, ja. Ja, oh, kannst du die Platte wegmachen. Ja, gut. Tschüss, Platte. Tschüss, 5% Glück. Ja, aber dafür für Spezialenergie Leute anzünden ist halt echt stark. Das brennt die ganze Bude. Ich lasse es dir. Ich nehme die Platte und dann... Man kann ja auch zwischendurch immer wieder wechseln, wenn man sagt, dass die Spezialenergie leer ist und so. Nur wenn du gedrückt hältst, zündest du an, oder? Wenn du B gedrückt hältst, zündest du antippst? Ja. Sonst verbrauchst du ja mit jeder Rolle die Energie. Ach so. Der Brunnen war ja direkt hier, wirklich. Also wirklich direkt hier. Ja, cool. Zeit. 150? Ja. Es ist nur 50 teurer geworden. Zweimal? Ja, Beat ist alleine. Und die Zeit geht zurück. Manu, zweimal oder einmal? Zweimal. Auf jeden Fall. Ich würde gerne alles machen, was auf der Map ist. Das ist die der letzte Tag. Ja, der Morgen vom letzten Tag wahrscheinlich. Ja, aber jetzt können wir das Schwert vergessen. Aber dann eventuell direkt beim nächsten... Hey, wir haben noch zwei Verliese sogar noch vor uns. Also, ja, eben genau. Und bei Mormon bekommen wir auch noch ultra viel, wenn wir da ein bisschen länger bleiben. Ja, Mormon-Zeug ist ja aber für den nächsten dran. Jetzt haben wir wieder zwei Tage. Okay. Und wo können wir... Wow. Ah, da unten rechts. Genau, da fehlt noch ein Screen. Ja, ja, aber wir haben keinen Weg nach unten rechts. Doch, runter, links, runter, runter, rechts, oben. Vom Friedhof aus dann also. Ja, genau. Oh, guck mal, wie glücklich ich bin. Ja. Hui, ich töte. Ich töte wen? Du kriegst keine EP dafür. Ich geh jetzt kurz mit dem Hund. Dann machen wir danach weiter. Okay. So, das war's mit der heutigen Folge. Beim nächsten Mal werden wir mit unserer restlichen Zeit einige Spielzeug-Dungeons machen und vielleicht sogar noch das Material für den Schmied finden. Lasst euch überraschen. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüss.